Die Grace Beats und Fashion Beats vom SV 1899 aus Fieselbach. Scheiße. Oh yeah, I love you. Klasse. Jetzt geht's auf die Startnummer 4. Da geht's nach Jena. Und da haben wir die Cucumbers wieder mal bei uns. Zum zweiten Mal der Ruderstadt auf der Bühne. Aber sie haben wie immer den festen Willen mitgebracht. Heute knacken wir das Ding. Unter der Leitung von Henriette Holzhäut trainieren sie zweimal wöchentlich und sind inzwischen auch bei dem einen oder anderen Wettbewerb sehr erfolgreich unterwegs und angetreten. Heute sind sie mit dem Titel, bezeichnenderweise, Neues Spiel, neues Glück nach Ruderstadt gekommen. Wir drücken euch die Daumen, hier sind die Cucumbers aus Jena, bitteschön! Thank you.
So, bevor wir zur nächsten Gruppe kommen, haben wir noch eine kleine Suchmeldung. Und zwar der Timo Richter. Ungefähr so. 5 Jahre alt, ist gerade hier auf eigene Faust auf dem Gelände unterwegs. Mein lieber Timo, ja, wahrscheinlich sucht er was zu essen, keine Ahnung. Hat sich jetzt gedacht, ach, ihr Mutti eine Wurst holt, gehe ich schon mal los. Sie haben sich vor dem Kartoffelhaus irgendwie aus den Augen verloren. Und Timo Richter, 5 Jahre, wenn du mich jetzt hier hören solltest, wovon ich zu 80% ausgehe, Timo, Mama sucht dich und die wartet hier vorne an der Bühne. Timo, ich weiß nicht, auf welcher Seite des Platzes du dich befindest. Also wenn du in Richtung Bühne guckst, auf der linken Seite, links, ja, da steht die Mama am Eingang und hast ihn schon. Sag mal, moin, Digga. Ist er jetzt gerade erschienen? Schön. Gut. Timo, ich sehe, wir verstehen uns, Großer. Gut. So, sucht noch jemand irgendein Kind? Nee, gut. Ich suche jetzt auf alle Fälle erstmal die nächste Karte. Habe ich sogar schon gefunden. Es geht nach Ornamünde zum Ornamünder Karnevalverein zur Gruppe Déjà-vu. Und dann müssen wir uns jetzt ein bisschen vorsehen. Es gibt nämlich jetzt freilaufende Tiere zu besichtigen. Es geht in den Dschungel. Ich weiß nicht, ob es in den australischen Dschungel geht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nein, es wird auf alle Fälle sonnig werden und es gibt auch schon mal einen kleinen Hinweis für alle potenziellen Besucher der 45. Saison des Ornamünder Karnevalvereins. Das ist nämlich dieses Jahr. Wenn ihr dort ein Déjà-vu erleben wollt, dann könnt ihr euch die dort nochmal angucken. Wahrscheinlich machen die da schon wieder was ganz Neues. Man weiß es nicht. Heute zeigen sie uns auf alle Fälle ganz neu den Ausflug in den Dschungel. Choreografiert und einstudiert haben sie das übrigens höchst selbst. Ja? Also zwei von den Tänzerinnen, die wir jetzt hier auf der Bühne sehen, und zwar die Sophie Vogt und die Linda Drechsel, die haben das auch selber noch zusammengebaut, choreografiert, geplant, einstudiert, musikalisch unterlegt und jetzt tanzen sie es auch noch. Dazu wünsche ich jetzt viel Spaß und hier ist Déjà-vu vom Ornamünder Karnevalverein e.V. Bitteschön!
Wisst ihr Bescheid? Der Dschungel ist auch manchmal in Orlamünde. So. Déjà-vu auf der 5 und auf der Stadtnummer 6 gibt es jetzt. Was gibt's denn da? Ach ja, jetzt geht's nach Leipzig. Unique! Kommen jetzt auf die Bühne. Sehr wettbewerbserfahren, nicht zum ersten Mal bei uns. Und die Cindy Seligmüller, die ist da wieder als Trainerin. Hallo? Ja, gleich gesehen. Bin wieder verantwortlich. Versucht sich mal abzuducken, indes es gelingt ihr nicht. Diesmal haben sie sich was ausgesucht, das lässt einiges erwarten. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Unique aus Leipzig und Burlesque. Bitteschön. Ich glaube, man kann, wenn irgendwie oben weg. Ladies and gentlemen, please sit down and buckle your seatbelts. For your own safety, you may turn all your electrical devices off. There is an incredible performance following, so zip your lips and enjoy the show. Thank you.
Unique aus Leipzig und Burlesque. Dankeschön. Ja, da könnte auch ein Handy aufgehen, gell? Ja, die Dekoration zauberte der Wind. Er weht heute nämlich ein wenig. Und jetzt lassen wir noch etwas herüberwehen aus Bad Blankenburg. Die Showtanzgruppe des BBCC ist nämlich heute mit dabei. Wie immer. So. Und mir wurde zugetragen, sie haben sogar ihren Bürgermeister heute mitgebracht. Herr Persiger, wo ist er? Ah, hallo. Ja, mit prominenter Fanunterstützung heute am Start. Nicht das erste Mal in Rudolstadt, das ist uns bekannt. Nicht das erste Mal unter den Augen unserer Jury. Da gibt es also schon multiple Erfahrungen bei Wettbewerben. Ne? Und die Luitgard, die hat natürlich hinten auch schon eine Station bezogen. Frau Winkler, herzlich willkommen. Ja, genau, damit sie alles ordentlich im Blick hat. Und ich kann mich erinnern, von euch haben wir auch schon viele, viele schöne Sachen gesehen. In diesem Jahr geht es in das Thema Let's Swing hinein. Das verspricht auf alle Fälle wieder schönen Mitschnittfaktor und ordentlich Action auf der Bühne. Wir sagen viel Spaß und gute Unterhaltung, die Showtanzgruppe des BBCC, des Bad Blankenburger Karnevalvereins. Bitteschön. Warte, ne? Mhm. Ja, ich denke, kenn ich. Understand.
Und das gefällt mir immer. Die Schaumsatzgruppe des BBCC. Let's swing. Schönes Ding. Da merkt man auch gleich, dass sie im eigenen Hause, sprich in der Stadthalle Bad Blankenburg, dort auch wirklich eine richtig große Bühne haben, ne? Die man auch schön vollstellen kann in allen Ebenen. Toll. So, jetzt geht es auf die Startnummer 8. Da geht es nach Greiz. Ja, zweimal ist die Musikschule Greiz allein in dieser Kategorie vertreten. Von den anderen wollen wir gar nicht reden, haben wir sie heute auch schon des Öfteren gesehen. Und ich denke, mit dem nächsten Beitrag erwartet uns wieder etwas Besonderes. Denn Gennadi Skoropogatov hat schon wieder Station bezogen. Da weiß ich auch, wer sozusagen choreografisch für das jetzt folgende Stück verantwortlich zeichnet. Da ist er. Das magst du immer nicht so, gell? Ach nee, komm, ich mach da nur meinen Job. Ja, ist schön. Trotzdem freut es einen doch ein bisschen. Die Gruppe A1 sehen wir jetzt mit dem Tanz Viva. Und ich bin gespannt, was ihr uns da diesmal unter diesem bedeutungsvollen Titel vorbereitet habt. Die Musikschule Greiz, Tanzklasse A1 und Viva. Bitteschön.